So, ihr lieben Ölis, herzlich willkommen zum Öle Talk. Heute mit unserer lieben Dagi Klein. Hallo. Erstmal. Genau. Und ja, mit mir Susanne Beck. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass ihr uns zuhört und zuschaut. Und ja, das wird jetzt eine spannende Stunde und ich bin sehr froh, dass die Dagi bei uns ist, weil ja, Dagi, erzähl doch einfach mal kurz von dir, dass die Leute wissen, wer du bist. Wer bin ich? Schon eine dieser ganz schweren Fragen. Wer bin ich eigentlich? Ich bin die Dagmar Klein aus Heinstadt, bin mittlerweile 53 Jahre alt und habe manchmal das Gefühl, es geht jetzt gerade erst richtig los. Und ja, ich bin Heilpraktikerin und von daher schon immer interessiert an allen möglichen Therapieformen und habe dann irgendwann über die Sani-Öle kennengelernt. Und ja, irgendwie habe ich mich verliebt und bin dabei geblieben und finde auch alles hochspannend, was da immer wieder an Informationen kommt. Und ja, besonders mit den Emotionen. Das hat mich fasziniert über die Möglichkeit, mit den Ölen eben sich zu unterstützen in verschiedenen Lebensphasen. Und ja, das soll heute mein Thema sein. Toll, So. ich freue mich. Dann freue ich mich auch, weil wir sitzen hier wundervoll, Ja. so ein bisschen schwül, aber ansonsten Ja. herrliches Wetter. Und ja, ich habe mir vorgenommen, dass wir das hier ganz gemütlich machen. Ja. Und ja, fangen wir doch mal an mit, wozu brauchen wir das überhaupt? Emotionsöle oder Seelenöle? Gute Frage, ne? Ja, was meinst du? Was hast du für eine Idee? Wofür würdest du es dir wünschen oder was? Ja, also ich persönlich habe auch schon ziemlich viel gemacht an alternativen Sachen und habe ehrlich gesagt einfach noch nie was gefunden, was tatsächlich Körper, Geist und Seele so gleichermaßen einfach berührt. Und vor allen Dingen, was ich auch tatsächlich am spannendsten finde, weil ich meine, wir wissen um die Kräuter, um die Wirkung der Kräuter, das ist ja schon Jahrtausende irgendwie so. Nur dass natürlich auch Kräuter auch auf die Emotionen gehen, das war mir bis dato gar nicht so bewusst. Und es ist ja immer so ein geflügeltes Wort, ne? Körper, Geist und Seele, manchmal schon auch ein bisschen ausgelutscht. Aber als ich dann die Öle kennengelernt habe, habe ich gemerkt, wirklich, was das bedeutet, weil ich tatsächlich noch nichts erlebt habe, was so schnell auf die Emotionen geht, so schnell, wirklich direkt der Gänsehaut, so schnell auf die Gefühle wie die Öle. Und auch so direkt. Und das hat mich einfach so fasziniert und davon war ich so begeistert. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich so extrem, weil ich, nein, ich meine, was gibt's denn? Also du kannst dich irgendwie mit Drogen wegschießen, ja, oder mit erwünscht sich empfehlen. Ja, das ist halt eher Gut. dann. Ja, es gibt schon viele Werkzeuge, ne? Ja. Aber vieles ist halt sehr mühsam, finde ich. Ja, Ja, ich war auch kannst. im Kloster, weißt du, und habe mich da durchgenudelt. Da Ja. war ich dann irgendwie, keine Ahnung, nach jedem Wochenende Kloster habe ich gedacht, ach du Herrje, wie viele sich jetzt da am liebsten umbringen würden, oder weil sie nicht klarkommen. Das ist einfach, und weißt du, viele Retreats und Familienaufstellungen, was war, ich habe mich so richtig durchgenudelt. Und das ist ja auch anstrengend. Und dann geht es dir, oh Gott, und dann nochmal und oh. Und das Coole ist halt einfach, dass theoretisch kannst du mit den Ölen arbeiten, ohne dass du merkst, dass du arbeitest. Also einfach nur, indem du die Füße anmachst, kannst du schon deine ganzen Sachen abtherapieren. Und deshalb denke ich halt, dass dem wirklich viel Aufmerksamkeit gehört, weil es eine wirklich außergewöhnliche Form ist, an sich zu arbeiten. Genau, sehr genau. Habe Guck, ich deine Frage? jetzt interview ich dich. Ist Ja. auch schön. Ja. Ja, hast du es gemerkt? Wir haben ja Öle Talk. Ich bin Na. ja für alles offen. Wir talken einfach. Genau. Also ich sehe das auch so. Ich habe ja auch schon sehr viel kennengelernt und habe auch selber schon viel gemacht. Obwohl ich ja eigentlich immer gedacht habe, also hallo, ich bin seelisch völlig auf der Höhe. Ich habe überhaupt gar keine Probleme. Ich bin völlig normal aufgewachsen. Keine Scheidung, keine Gewalt, kein Missbrauch. Also, ich war immer sehr glücklich, dass ich eigentlich keinen Grund hatte. Und trotzdem haben wir unsere Prägungen, will ich mal sagen, unsere Glaubenssätze,
die Erwartungen, die andere Menschen an uns haben. Mhm. Also wir Töchter haben es immer gerne mit unseren Müttern oder Eltern, die wir aus irgendwelchen Gründen versuchen, stolz zu machen, glücklich zu machen. Ich sage das immer mit meiner Mutter. Also meine Töchter haben immer gesagt, wenn die Oma kommt, dann muss hier alles immer perfekt sein. Mhm. Ist mir überhaupt nie aufgefallen. Und dann, je älter ich werde, desto mehr sehe ich das. Mhm. Und habe meinen Töchtern versucht zu sagen, ihr dürft euren Tisch decken, wie ihr wollt. Und erinnert mich bitte dran, weil ihr dürft alles so machen, wie ihr das sollt. Aber jetzt sind wir nun mal schon mal so da. Ne? Also wenn ich jetzt deinen Karl sehe, der ist noch fast frei von Prägungen, aber auch der hat schon eine Erfahrung gemacht und die heißt, wenn ich lache, lachen alle zurück. Das ist das Erste. Ja, genau. Und das ist schön für ihn. Und manche lachen noch mit 50, obwohl sie gar nichts zu lachen haben, weil sie das nicht ablegen konnten. Und ich finde, man kann diesen Weg von diesem fremdbestimmten oder geprägten Menschen zu diesem ich selbst eigenbestimmt, also wirklich das, was mich ausmacht, was mich glücklich macht, wofür ich brenne, ob ich meinen Tisch so oder so gedeckt haben will, wo ich in Urlaub hinfahren will, ob ich lieber wandern will oder weil meine Familie sagt, wir wollen ans Meer, ich will aber lieber wandern. Also dieser Weg ist, glaube ich, so dieser emotionale Weg unseres Lebens, diese Prägungen wieder loszuwerden und zu gucken, okay, was will ich? Ohne allzu egoistisch zu sein, als Frau ja auch ein Riesenthema. Ja. Und das ist kein leichter Weg. Und die Frage ist, ob wir uns da irgendwo Hilfe holen können, aus der Natur. Ob ätherische Öle uns da eben unterstützen können. Ja. Hallo Sabine. Irgendwie ist unser Bild weg, Sabine. Siehst du das? Nee, alles gut. Alles es ist gut? Alles gut. Gut. Einfach alles gut. So. Genau. Und dann geht es ja auch schon so ein bisschen Richtung Lebensaufgabe. Was bleibt denn von mir übrig, wenn diese Erwartungen alle dann mal wegfallen? Was ich ja eben auch gesagt habe, wenn je älter man dann wird, also in meinem Alter jetzt, wo die Kinder so langsam wieder aus dem Haus gehen. Okay. Jetzt, genau. Habt ihr uns die ganze Zeit gehört? Macht mal einen Daumen hoch, falls ihr uns gehört habt. Ich bin eingefroren, oder? Die sind eingefroren, ja. Aber die Aufzeichnung läuft. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Oder? Ja. Ah, ja, gut. Ja, also ich bin jetzt gerade... Verwirrt, ja. Sabine, habt ihr uns die ganze Zeit reden hören? Mach mal einen Daumen hoch, wenn ihr uns... Habt ihr, genau, okay, unser Ton war da, ja? Gut. Okay, super, cool. Okay, also, was bleibt von uns übrig, wenn diese ganzen Sachen weg sind, die Erwartungen der anderen, die... Wir selber, ne? Ja, stimmt. Und ein spannender Weg. Und letztendlich müssen wir ja auch nicht ganz spät anfangen, sondern kann schon ein bisschen früher anfangen. So, und die Frage war jetzt, können wir uns da unterstützen mit ätherischen Ölen? Und ich sage, ja, können wir. Also wirklich oben. Auch die früheste Prägung, die wir erlebt haben, von selbst vielleicht sogar im Mutterbauch ja schon. Ja, klar. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich sehe die Öle so als wie so eine Originaldatei, die sich so über den Körper schiebt. Ah, das ist ja cool. Und ich sag das jetzt hier mal so, ich nehme da aber auch nicht nur einen Tropfen, sondern viel, viel mehr, um mich da immer wieder neu zu booten. Sagt mir das so? In der Computersprache früher hieß das nicht so. Ja. Und unterstütze mich da auf meinem Weg. Natürlich können wir da noch viele andere Sachen dazu machen. Ne? Zum gesunden Leben gehören natürlich auch noch andere Sachen, die kennen wir aber alle, wie Ernährung und Elektrosmog und Wasser trinken und bewegen.
und vor allen Dingen auch die Gedanken. Finde ich jetzt noch, finde ich fast noch die Nummer eins. Ja, weil die hängen ja wieder auch mit den Gefühlen, mit den Emotionen, sagen wir mal, zusammen. Ne? Was denke ich denn über mich überhaupt? Was denke ich über mich, genau. Und die Gedanken machen einfach ganz, ganz viel aus. Und von daher auch da einfach ein bisschen selber noch aktiv einfach Gedankenhygiene machen und gucken, dass man nichts Negatives denkt. Nichts geht nicht, aber so viel wie möglich. Ich finde, der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, okay, es gibt dieses fremde Selbst, das bin ich gar nicht, und es gibt ein eigenes Selbst. Schon mal der erste Schritt, dass man das mal merkt und sagt, oh ja, stimmt. Also ich bin alt geworden, dass ich das kapiert habe. Ja. Und muss gar nicht sein. Und wie befreie ich mich davon, in Anführungsstrichen? Gar nicht böse, ne? Also ich meine, auch die Prägungen sind ja nicht böse gemeint. Das ist ja alles völlig okay. Die Eltern meinen das ja auch alle gut mit einem, können selber nicht besser, ohne Wertung. Ja, ne? Aber wie befreie ich mich? Wie mache ich das, was wirklich ich will? Was bin ich, wenn ich keine Verpflichtungen mache? Was will ich denn machen? Fängt mit dem Job an, was will ich denn eigentlich wirklich machen? Ja? Und da setzt auf die Fragen, können wir mit der Arbeit, mit den Ölen praktisch hinarbeiten. Ja. Und was würdest du sagen, was da das allerwichtigste Öl für ist, für diese Phase? Die Startphase? Ja. Wahrlauf wahrscheinlich. Oder? Genau. Also ich habe das jetzt so aufgearbeitet, dass es im Prinzip eine gewisse Reihenfolge gibt mit den Seelenölen. Also heute jetzt einfach nur mal der Anfang. Und dass man den in der Reihenfolge auch durchmachen sollte. Weil es einen Sinn hat, dass es so aufgebaut ist. Der Markus Hölzel aus Österreich bietet dazu ganze Online-Kurse an. Sehr, sehr empfehlenswert. Hat mir auch sehr viel gebracht. Und da habe ich da so Teile von übernommen und mich damit beschäftigt. Und Valor ist für mich der Startschuss. Ja. Weil ich habe so viele Menschen kennengelernt, auch Manager und Menschen, wo du gedacht hast, naja gut, also die haben kein Problem mit ihrem Selbstbewusstsein. Ja, ja, ja. Genau. Denkst du, die standen vor 50 Mann und haben geweint und waren so klein mit Wut. Und Valor ist für mich wirklich so dieser Mut, dieses Selbstvertrauen. Morgens, mittags, abends gibt es im Roll-On, im Praktischen, dass du immer dabei hast, dass du auch immer dran denkst, dass das die Basis von allem ist. Du musst den Mut haben, was zu verändern. Du musst den Mut haben, was Altes zu verlassen. Den Mut haben, dich zu entdecken, weil das ist ja vielleicht auch nicht immer nur angenehm. Ne? Oder es macht Angst, weil du weißt überhaupt nicht, was von dir übrig bleibt eigentlich. Wenn die ganzen Strukturen, die ganzen Muster wegfallen. Ja. Erinnerst du dich an den Film? Kommt mir jetzt gerade so. Julia Roberts, die Braut, die sich nicht traut. Ja. Die wusste, die hatte doch immer neue Männer, dann ist sie vorher weggelaufen an der Hochzeit. Mhm. Und weil sie irgendwann festgestellt hat, sie hat mit jedem ihre Eier auf eine bestimmte Weise gegessen. Der eine Mann hat sie gebraten, der andere hat sie gekocht und sie hat sich immer angepasst. Sie hat sie gebraten, sie hat sie gekocht und irgendwann hat sie gemerkt, sie weiß überhaupt nicht, wie sie ihre Eier mag. Das hat mich damals schon geflasht. Wow, was eine tiefgründige Aussage, oder? Für so ein Hollywood-Mainstream. Genau. Fand ich einen super Film, also mit viel Tiefe, aber genau das wollte ich jetzt damit sagen, herauszufinden, was es gibt. Und dazu brauchen wir Schön. I love it und deswegen zeige ich es euch auch noch mal. Ich habe auch den Roll-On, aber den habe ich zu Hause. Und ich mache das so, das ist schön blau, das ist das Einzige, was nicht so schön ist. Ich mache mir davon fünf Tropfen. Deshalb, was die Dagi eben gesagt hat, wir sind immer so sparsam. Also, vergesst es. Aufs Herzchakra. Ich habe nur Angst, dass ich mich blau mache. Aufs Herzchakra. Morgens und über die Nacht kann das nochmal ganz anders werken. Und natürlich. Darf ich mitmachen? Natürlich. Super. Und sag nochmal bitte, warum jetzt so viel?
für alle, die sich das jetzt denken, in ihren Glaubenssätzen, das kann man doch nicht so verschwenderisch und ich bin es doch nicht wert und ich kann doch, ne? Also, ja, warum? Die Erklärung dafür ist schwierig ohne meine Erklärung. Ah. Es geht einfach darum, dass wir gehen mal davon aus, diese Inhaltsstoffe, die da drin sind, müssen einfach in den Körper kommen. Wir haben ja einmal die Geschichte mit dem limbischen System. Da wollte ich euch noch hier was von Gary vorlesen. Da habe ich nämlich jetzt tatsächlich mal geschafft, dieses Buch zu lesen. Ich war geflasht von diesem Mann, obwohl man ja viel weiß, aber alles weiß man doch nicht. Also Buchtipp nochmal am Rande. Buchtipp. Also muss man lesen. Kann es sein, dass Gedanken unsere Lebenssituation bestimmen? Fragte Gary sich und blickte auf sein eigenes erfolgreiches Leben zurück. Mit klaren Gedanken und Gefühlen kann man sich ein erfolgreiches Leben aufbauen, war Gary überzeugt. Er untersuchte die Verbindung zwischen dem Duft eines ätherischen Öls und den Gehirnarealen, die auf Duft ansprechen und darauf positiv oder negativ reagieren, und wie das limbische System im Gehirn mit seiner gewaltigen Bibliothek an negativen Erinnerungen, Traumata, Schocks und seelischen Verletzungen auf den reinigenden Duft ätherischer Öle ansprechen würde. Um Veränderung und Verbesserung in seinem eigenen Inneren über den Duft zu bewerkstelligen, bedarf es weder des Verstandes noch einer Willensanstrengung. Der Duft allein vermag mit seinen harmonisierenden Schwingungen die Disbalance der verworrenen Erinnerungen auszubalancieren und in den Zustand der Homöostase zu bringen. Das Resultat? Traurige, verletzende Erinnerungen gehen über in tröstliche Gedanken, in Verzeihen und Verständnis. Daher lehrte Gary: Jede Krankheit beginnt zuerst im Verstand. Zu den Gedanken gesellen sich blitzschnelle Gefühle. Sind die Gedanken voller Hass und die Gefühle mit Neid, Ärger und Sucht verknüpft, dann manifestiert sich früher oder später eine Krankheit im Körper. Ätherische Öle klären die Emotionen und machen die Gedanken frei. Ätherische Öle sind demnach wertvolle Hilfen für ein zufriedenes, glückliches und erfolgreiches Leben. Passt nochmal ganz gut zusammen. Na? Also ich fand besonders spannend, dass du vorgelesen hast, dass selbst der Verstand oder die Willenskraft, also dass selbst das ausgehebelt wird, genau, durch halt ein kleines Ölchen, sage ich jetzt mal. Genau. Das ist ja was eine Kraft. Und für die Menschen, die sagen, das kann man nicht verschwenden, kostet ja nur eins am Anfang. Mhm. Ja, dann lieber eins und das regelmäßig und ein bisschen großzügig. Mehr großzügig angewendet, ja. Wie eine tolle Creme, da ist man auch nicht sehr sparsam mit, sondern ich glaube, das hat natürlich jetzt auch wieder damit was zu tun, was man sich wert ist. Ja? Da kommt es ja wahrscheinlich auch schon wieder hin. Ne? Ja. Das sollten wir uns wert sein. Und wenn ich schon damit arbeite, dann vielleicht einfach auch richtig. Nicht alles zusammen, sondern einfach Schritt für Schritt. Ja? Wie lange nehmen wir das? Solange, bis wir das Gefühl haben, diese Blockade ist einfach besser. Ich habe mehr Mut, ich habe mehr Selbstvertrauen und es bewegt mich. Ja? Und dann gehen wir zum nächsten Öl. Ja? Toll. Was ist das nächste Öl? Was nicht bedeutet, dass man Valor nie wieder rausholen darf. Also, ne? Wenn meine Intuition jetzt sagt, heute habe ich jetzt hier einen Vortrag oder irgendwas, ich brauche jetzt nochmal Valor, dann natürlich darf man das dann machen. Ne? So, das nächste Öl. Stressoring. Ist auch einer meiner Lieblingsöle. Es ist einfach so lecker. Ja, ist echt voll lecker. Da läuft mir immer so ein bisschen das Wasser im Mund. Ja. Gibt das mittlerweile meinen Patientinnen, wenn die irgendwas Aufregendes bei mir machen und sind aufgeregt, dann gebe ich denen erstmal einen Tropfen Stress Away. Und bei Stress Away geht es vor allen Dingen um den Druck. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe diesen Weg von dem fremden Selbst, dem eigenen Selbst, könnte das auch mit sehr viel Druck beladen sein, mit sehr viel Stress.
Und das Treasury erschafft einfach Frieden oder unterstützt uns einfach in diesem friedlichen Gefühl, in diesem, es geht alles leicht, ohne Stress, ohne Anspannung. Harmonisiert uns einfach in allen Lebenslagen. Ja. Es ist auch richtig gut für, ehrlich gesagt, für Tiere auch. Nur Tiere, wenn die Ängste haben oder irgendwie, ne, an Silvester oder irgendwelche Themen mit Lautstärke oder auch für natürlich Mama und Kinder, Baby, ist das natürlich so eines der ersten. Planning, ne? Genau. Ich meine, klar, das ist dann der Beweis dafür, dass der Verstand eigentlich nicht gebraucht wird. Ne? Weil weder der Hund noch das Kind erstmal wissen, um was geht da eigentlich. Der Hund vielleicht noch weniger. Ja, genau. Ja, ein tolles Öl. Hat Copa Iba drin, Vanille, also Zeder, Okotea, Lavendel und Vanille. Das Vanillin ist, glaube ich, da vor allem, ne, für die Unterfahrenden. Ja, das ist ja so witzig, weil wir an Weihnachten, ja, grundsätzlich, es sei denn, wir haben gerade den Familienmitglied, das Familienmitglied, was uns am meisten triggert, dann sind wir nicht in Peace, aber an sich ist ja diese Weihnachtszeit so die besinnlich und die schön und man macht sich so schön. Und klar, dann gibt es die Vanillekipferl und diese ganzen Vanillegebäcke, die grundsätzlich uns einfach total beruhigen. Wir haben halt vergessen irgendwann, warum wir das mal früher mal angefangen haben. Aber grundsätzlich ist es ist ja wie alles immer. Wir haben dieses uralte Wissen, uralt, haben wir aber total verlernt. Ja. Total verlernt, vergessen, genau. Und jetzt wird es halt wieder reaktiviert. Dann fällt uns wieder ein, Vanille an Weihnachten, super. Dann haben wir natürlich, klar, die Dagi hat sogar die Mette da drin. Wir kennen ja auch die ganzen Zitrusdüfte, machen ja auch extrem gute Laune. Und dann kennt ihr wie die Tradition von diesen Mandarinchen, die so mit Nelken gespickt sind. Ne? Und warum hat man das gemacht? Nelke, klar, ist ein super Lufterfrischer. Ja? Und die Mandarine durch dieses Reinstechen wird ja das ätherische Öl praktisch rausgenommen, auch wenn wir eine Schale machen. Und das ist, was da so rausspritzt. Das ist ja also nicht das Fruchtfleisch, aber manchmal sieht man so ein bisschen wie so ein Nebel, das ätherische Öl. Und dann durch dieses Reinstechen geht das ätherische Öl raus. Also wir haben das gemacht für, klar, Weihnachten, für die Luft erfrischen und für die gute Laune. Ja, aber das haben wir ja vergessen. Mhm. Oder wir haben mit Zimt, früher wurde der Weihnachtsbaum auch so ein Öl, was ja die Luft zu öffnen. Das kennen wir ja von Thieves, ne, Zimt, Nelke. Ja. Das wissen wir halt alles, haben wir halt alles vergessen. Aber wir sollten lieber mal den Weihnachtsbaum schmücken mit so Zeug. Wäre sinnvoll, ja. Wäre sinnvoll. Weil an Weihnachten wird es immer spannend, wie der Tisch gedeckt ist. Ja. Oh, das ist am allerschlimmsten. Das ist am allerschlimmsten. Ja, also Weihnachten war, oh ja. Weihnachten. Die Mama glücklich zu machen und die Mama ihre Mama und wie das dann halt sich so weiter... Ja, alles muss perfekt sein. Weihnachten war immer so stressig bei uns. Das sagen so viele Ganz Menschen. Schlimm. Ja, so viele Menschen, die sonst eigentlich gar nicht so einen Stress machen. Ja. Und interessant. Gut. Was brauchen wir? Wir brauchen was ganz, ganz Aber wie Wichtiges. Tragen wir den Treasury auf? Treasury genauso. Ja, das machen wir doch jetzt. Hallo? Da wollen wir doch nicht drauf verzichten. Jeder fünf, weil wir sind uns ja wert. Wir sind uns ja wert. Also normalerweise muss nicht alles hintereinander sein. Also, oh Gott. Sorry, danke. Zitrusfrüchte machen wir uns jetzt Flecken überall hin, so. Die Mitte. Ja. Genau, ihr Lieben, seid bitte vorsichtig, nicht in die Sonne. Ich sitze in der Sonne. Genau, oh, herrlich. Ja, mit der Sonne müssen wir natürlich aufpassen. Genau, 24 Stunden, also oder sicherheitshalb 48 Stunden dann nicht in die Sonne gehen. Direkte Sonnenlicht, wenn ihr einen Zitrus direkt auf die Haut auf. Aber ihr könnt es auch hier wunderbar in die Haare machen. Oder so ein bisschen zu den. Ja, herrlich. Also, wir sind jetzt hier tief entspannt in die Haare. Und jedes Mal, wenn ich mich dann bewege, so nach links und rechts und dann. Ja. Gut. Okay. So, also, was brauchen wir als nächstes, wenn gar nichts mehr geht? Wir brauchen die Hoffnung. Schön. Leider ein Öl, was wir noch nicht haben. Sehr gut. Gehört, es soll kommen. Sehr gut, er meinte, echt? Ja. Das ist aber sehr mehr als ich. Also wow, ich spekuliere auf den Next Young Living Day. Oh, das war sensationell. Also,
habe ich mir so ausgedacht, weil es hieß noch. Und im Moment also nur in den USA, aber ihr wisst ja, irgendwer macht ja immer eine USA-Bestellung. Und so, also die Hoffnung, dass im Prinzip alles gut wird und dass ich das schaffe. Ja, erstmal den Mut ohne Druck und jetzt einfach auch, ich habe die Hoffnung, dass alles gut wird. Melissa? Riecht mir sehr stark raus, die Melisse. Und die Melisse ist ja auch das zweiteuerste Öl auch von Young Living. Und deshalb ist natürlich das in der Mischung, sagen wir mal, eine erschwingliche Variante. Und da riecht sie sehr stark raus. Melisse, der Wacholder, die Möhre und die Schwarzfisch. Hoffnung, vorangehen. Wir wollen uns jetzt nicht völlig verboten. Normalerweise, wenn ich jetzt in Phase 3 bin, ja, dann also wir fünf dürfen. Tropfen. Wir machen heute einen Schnelldurchlauf. Fünf ich Tropfen. Alles drauf, ja? Ja, okay. Ich habe es voll nötig. Okay. Willst du auch? Ja. Wir sind ich wollte voll nicht, wo ich das alles hinmachen soll. Aber da ist jetzt kein Zitrus drin. Also das macht man normalerweise hintereinander im Prinzip. Also ein Öl mehr therapiert sich selbst sozusagen ein Öl nach dem anderen. Genau. Also es kann im Prinzip ein Öl ein Tag sein. Ah, okay. Oder auch ein Jahr. Also cool. So wie ich das für mich empfinde. Also wenn ich immer noch kein Selbstbewusstsein habe, nach Valor, dann muss ich halt weitermachen mit Valor. Genau, hier die Pulse auch gut. Ja, Pulse sind gut. Ja, weil, ne, wo haben wir uns früher das Parfum aufgetragen? Ja. Hier, also als wir noch Parfum genommen haben, hier auf die Pulse, Hauptschlagadel, geht ja direkt rein ins System. Genau. So, also, jetzt gehen wir voran. Hoffnung auf morgen und Verbindung und Erdung ist ja auch noch ein ganz großes Thema. Das ist irgendwie Verbindung und Erdung. Genau. Den Berg. Schön. Nach oben und unten. Okay. Die Schwarzwüste wahrscheinlich, oder? Von den anderen. Ja, Möhre ist auch sehr, sehr heilig auf jeden Fall. Ja. Ne? Melisse und Wacholder helfen, negative Energien herauszuziehen. Auch im Nacken kann man das gut auftragen, die Angst im Nacken. Ah ja, genau, die Angst sitzt im Nacken. Auch herrliche Redewendung, ne, die man auch wieder verlernt hat, wahrscheinlich, woher das kam. Ja. So, als nächstes haben wir es Awaken. Und das ist ja der absolute Knaller. Oh, halt. Da sind ja so viele Mischungen drin. Ne? Ja. Also da ist Joy drin, Forgiveness, Present Time, Dreamcatcher und Harmonie. Und das sind ja wiederum alles Öle, die auch wahnsinnig viel, also gerade Harmonie. Wie ich die aufgeschrieben habe, habe ich das ja überhaupt nicht mehr. Ja, ja. Also das finde ich, da ist ja eigentlich so alles drin. Ne? Ja. Also ganz cool. Und vor allen Dingen drei Öle ja auch aus dem Feeling-Set. Ja, das ist genau. Ne, das Emotionsöle-Set. Self-Time, Forgiveness, ne? Ja, und Harmonie. Und Harmonie auch. Genau. Ja. Also das ist so dieses Wach auf. Schau hin. Und erkenne. Erkenne, was ja, los ist, was uns bremst, was uns krank macht. Ja. Und einfach Wachheit ins Bewusstsein, alte Sachen loszulassen. Alte Prägungen, Nasenrücken, Haaransatz und wieder die Brustmitte. Also Brustmitte ist immer gut bei den Emotionen. Und ansonsten vielleicht auch einfach intuitiv. Also Brust mit Herzchakra im Prinzip. Genau. Mhm. Also wie das riecht, kann ich gar nicht sagen, weil das riecht nach allem nix. Nach allem. Aber ich weiß jetzt auch hier, warum. Ne? Also ich habe es angewendet, als ich auf Hawaii war und habe es angewendet, um zu erkennen überhaupt mal, wo es hängt. Okay. Wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade das Thema und zu erkennen, was ist denn die Ursache? Woher kommt es denn? Also wirklich dem auch auf den Grund zu gehen. Weil genau. dann
Weil wir sind ja jetzt von der Phase her, sind wir ja jetzt schon so weit, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, was bremst denn hier eigentlich? Ja, ja, genau. Warum kommen wir nicht weiter oder wo hängt es denn jetzt eigentlich? Ja. Das ist ein bisschen, was du gesagt hast. Ja. Haaransatz. Oh, herrlich. Also ich finde es richtig gut. Auf jeden Fall sehr vielschichtig. Mhm. Ja, gut, das ist auf jeden Fall. Ich habe es in meinem Warenkorb. So. Awaken, ja, ist echt ein... Als nächstes kommt auch in den USA, oder? Ich denke mal, das Humility, die Menschlichkeit oder auch Demut. Oh nein, das muss ich holen. Du kannst ja schon mal erzählen. Ich erzähle dir das. Also, das kann man ja jetzt nicht gesehen. Haben wir schon mal gesehen, genau. Also Demut oder Menschlichkeit finde ich jetzt auch ein ganz Riesenthema. Denn wenn ich demütig bin und auch zuhören kann, nicht immer nur schwätze und alles weiß, sondern einfach mal wirklich auch zuhöre den anderen Menschen, dann komme ich weiter. Und es wurde auch für die Therapeuten empfohlen, vor der Behandlung aufzutragen, fand ich ganz spannend, um eben diese Demut zu spüren, dass ja eigentlich gar nicht wir das sind, die diese Heilung in Anführungsstrichen vollziehen, sondern dass das ja wahrscheinlich durch uns durchfließt. Ja? Und hilft uns selbst und die Erde zu heilen. Also auch demütig mit der Erde, der Natur gegenüber, wie ich damit umgehe. Wie ich mit mir umgehe. Auf dem Weg. Wie streng ich mit mir bin. Was ich über mich denke jeden Tag. Welche störenden Gedanken ich mir einpflanze. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Der Zen-Meister hat immer gesagt, dass gerade uns Westlern sehr die Demut fehlt. Ne? Weil wenn du den Zen-Meister siehst oder einen Dalai Lama oder einen Mönch, dann machst du automatisch, gehst in diese verbeugende Haltung. Und die Europäer haben es unglaublich, das tut sich so schwer, sich vor jemandem so zu verbeugen. Ja. Ja? Ja. Und da sagt er, es ist einfach, weil die Demut fehlt. Diese Demut, sich selbst, aber auch ja, seinem Leben gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Also dieses, das geht, also das geht uns echt ab. Also das ist ein wirklich tolles Öl. Ich habe das in mehrfacher Ausführung hier. Ganz lecker, finde ich. Weihrauch, Geranie, wieder die Melisse und die Myrrhe, also die sind doch sehr oft dabei. Neroli, die Rose, die Lang, die Nade und Koriander. Oh, herrlich, oder? Ach, ich finde das auch ganz toll, ja. Die Frage ist, oder hat sich für mich immer gestellt, wie Gary das eigentlich, woher hat er diese Mischung? Ja. Woher wusste der, was der irgendwie zusammenschütten musste? Ich meine, klar, manche Sachen haben Inhaltsstoffe, die bestimmte Dinge klären können, aber ich fand es doch immer ein bisschen spooky. Und ich denke, das wird es auch sein. Ich denke, dass er auch ganz viel da intuitiv gearbeitet hat, ne? Schon geguckt hat, was passt. Aber zu den entscheidenden Impuls, dass der wahrscheinlich, der war bestimmt sehr demütig. Ja, ist ja auch sehr gläubig gewesen. Ja. Und also man kann sagen, dass er ja eigentlich mit der erste war, der ätherische Öl überhaupt untersucht hat, also überhaupt die Geräte, mit denen heute auch ätherische Öle, bitte nicht unbedingt das. Ja, wirklich, das ist wirklich spannend. Ja, die überhaupt die Geräte erfunden hat, mit der heute ätherische Öle auch bewertet und gemessen werden. Also das ist war einfach der totale Pionier auf diesem Gebiet. Also nicht nur was die Forschung angeht, sondern weil er halt auch, man kann sagen, der Gary war ein Heiler. Also der war hoch angebunden, hoch spirituell. Und deshalb hat er viele Mischungen auch, sagen wir mal, erträumt oder wie in Visionen. Also halt dieses Zusammenspiel halt, ne, von diesem totalen Wissen und dieser totalen Ratio und total bis auf Molekularebene, was wie macht im Körper und warum. Aber mit dieser Mischung, mit diesem hohen Angebundensein und dieser
diese universellen Wahrheit einfach. Das war halt einfach das, was ihn so unglaublich anders gemacht. Genau. Ja. Gerade wenn man von solchen Ölen redet, die sind ja, das ist ja einfach massiv. Ja? Ja. Also ich meine, da kannst du, was weiß ich, gibt ja von anderen Firmen auch irgendwas, was weiß ich, dann gibt es gute Launenspray oder sonst was, das kannst du ja alles in eine Pfeife rauchen, wenn du solche Dinge hast einfach. Ja? Das ist ja wirklich, du merkst es, das ist so massiv. Ja, also, ja. Oh, ich habe jetzt ein Party, also ich merke jetzt schon so, ich bin gerade Ich mache das jetzt schon eine Weile mit Valor und ich merke das auch. Also das verändert was. Ja, sehr schön. Das ist auch wirklich herrlich. Herrlich, ne? Und die Nadel übrigens, die da drin ist, die wird eigentlich gar nicht mehr auch angebaut. Also das ist wirklich ein Heiligtum, dieses Humility. Ja. Was sind deine Lieblingsöl? Oh Gott, das macht jetzt voll Stress, die Frage. Ganz viele? Genau. Ein Freund von mir, der lacht sich immer tot, weil jedes Mal, wenn der mir, schickt er mir eine Nachricht, und was, nur wenn der ein neues Öl hat, und was hältst du davon? Und was hältst du davon? Und ich sage halt anscheinend jedes Mal, oh, das ist so toll. Und irgendwann sagt er zu mir, hallo, gibt es auch ein Öl, was nicht so toll ist? Ja, weil ich anscheinend jedes Mal sage, ist so toll. Also ich habe tatsächlich ein bisschen Problem, mich festzulegen, was mein Lieblingsöl ist. Im Moment. Also worauf ich im Moment total abfahre, ist mein Morgenritual Ölemischung. Und zwar sind das drei Öle. Und zwar Valor, als hätte ich es gewusst, mit Thieves und mit Vetiver, also WTW. Und zwar aus dem folgenden Grund, klar, Valor, weil ich brauche im Moment einfach viel Rückgrat und viel Mut, um durch einige Prozesse durchzugehen mit erhobenem Haupt, ja. Dann, und halt einfach Kraft, ja, und Ausrichtung und Aufrichtung. Thieves, natürlich klar, weil es einfach ein geniales Öl ist, was man eigentlich jederzeit sowieso eigentlich immer unter die Füße machen sollte. Und das dritte Öl ist das WCW. Aber es tut sich noch zu erwähnen, auf der emotionalen Ebene, körperlich ist es uns ja allen bekannt, emotional ist Steve so dieses Batterien wieder aufladen, Energie wieder aufladen, sich schützen. Ne? Es ist ein Schutzöl, schützt uns von äußeren Einflüssen und sorgt dafür, dass wir wieder so uns Erdung und Energie wieder und mit Energie aufladen. Ne, deshalb mache ich das, um meine Batterien zu füllen. Und dann WTW, klar, für meine Erdung. Ich bin ein unglaublicher Flattermensch. Ich brauche unbedingt Erdung und das gibt mir natürlich auch Stärke. Und das sind die Zwillinge. Ja. Ja. Das sind und beide Zwillinge. Ja, beide. Ja. Auch viel Luft, ne? Luftikus, Luftsternzeichen, auch im Ayurveda, viel Vata. Deshalb, wir brauchen, also solche Menschen wie wir brauchen viel Erdung. Und da ist WTW, das ist so dick, das ist wie so ein Honigtropfen. Als ich das erste Mal übrigens gerochen habe, da ist es mir hochgekommen. Da habe ich Geld, ich hätte fast gekotzt. Aber ihr wisst ja, wie es ist mit den Themen, je mehr was stinkt, desto mehr brauchen wir es. Und mittlerweile, ich liebe es. Ich mache schon die Flasche auf und denke so, oh. Und dann mit dieser Mischung, mit diesen zwei anderen Ölen, herrlich. Eins von jedem. Ich nehme mehr ab. Mag das? Ja. Weil das gibt auch Kraft. Ja. Gibt auch mehr Kraft. Ja. Also da ist es wirklich so, dass ich das auch vermehrt. Ja, die Inhaltsstoffe. Jetzt sind wir quasi bei Joy. Ja. Wir haben damit quasi das Ende der ersten Phase erreicht. Und sollten jetzt spätestens nach Joy in der Freude sein. Mhm. Ja, auch so ein Öl, was viele Menschen nicht mögen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Mhm. Aber I love it. So erkennen wir alle. Es bringt einfach Freude ins Herz und in die Seele. Und wenn ich Freude in meiner Seele habe, dann ziehe ich magnetisch die Freude einfach auch wieder an. Ja. Und wie der Karl, ne? Wie der Karl. Wenn der lacht, lachen die anderen zurück. Genau. Und der Karl denkt, ich lache, dann habe ich alles richtig. Ja, genau. So einfach. So,
Da haben wir drinnen auch ganz viele Sachen. Also ich finde, die Rose riecht mir total raus. Enjoy. Also für mich. Ja. Lang, lang. Die römische Kamille. Die hatten wir bisher noch nicht, ne? Palmarosa. So ein bisschen der Rosenersatz. Palmarosa, der günstige Rosenersatz, sag ich jetzt mal. Ja. Und die Bergamotte und die Geranie und Jasmin. Das riecht mir auch nicht sehr. Ja. Also ganz ja, Jasmin noch. Und man riecht aber auch Geranie. Also ein Hauch. Ja. So. Ja. Und damit haben wir quasi die erste Phase der Seelenreinigung vollzogen. Super. Und ich glaube, dann ist man erstmal mit beschäftigt. Deswegen will ich es damit eigentlich schon mal gut sein lassen. Wenn ihr Lust habt, können wir irgendwann weitermachen. Ich habe insgesamt 33. Wow, unbedingt. Und dann sagt mir einfach Bescheid und dann würde ich mich freuen, wenn man das dann hoffentlich auch mal wieder persönlich machen kann. Und ja. Also man hat aber jetzt mit diesen 7 hätte man schon so eine eigene abgebaut. Ne? Ja. Du hast dich schon, also A, schon mal mit dem Mut dich auf den Weg gemacht von der Fremdbestimmung in Anführungszeichen zu dir selbst. Mhm. Schön. Also das ist quasi die Basic von allem. Mhm. Cool. Das geht natürlich dann weiter. Ja, dann gibt es ja Sachen, irgendwelche Traumen, die uns im Weg stehen, wo es dann spezielle Öle gibt, die einen da nochmal unterstützen können. Ne? Wenn es ja so einfach wäre, würden wir ja einfach durchlaufen. Aber auf dem Weg gibt es natürlich wieder immer wieder Herausforderungen. Jeder hat andere. Ja, ja? Das stimmt. Also von der Abfolge nochmal einfach eins, in dieser Reihenfolge eins, nach dem anderen. Immer so lange, wie man es für nötig hält. Auch wenn man merkt, man ist bei Öl 3 und der Mut knickt wieder ein, dann gehe ich wieder zu der 1 und frisch das nochmal auf. Mhm. Ja? So lange, bis ich wirklich was getan habe. Wow. So. Das war toll, Dagi. Ja, hat mir auch echt großen Spaß gemacht. War ein netter Talk. Der Talk war echt gut. Also ich bin jetzt total weggeschrocken. Ich auch. Genau. Aber herrlich. Ja, es ist wir haben super. Jetzt Power. Wir haben jetzt mega Power. Ja. Ja, ihr Lieben. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit unter das Video einfach schreiben oder klicken. Wir schicken auch nochmal, schreiben die Kontaktdaten auch von der Dagi unten rein. Ihr könnt euch an die wenden oder auch an mich. Klar, wenn ihr Fragen habt, Dagi ist ja da natürlich ein absoluter Spezialist. Ihr seht, was sie für ein tolles Wissen hat. Ich bin begeistert. Deshalb vielen lieben Dank. Danke für deine auch. Zeit. War sehr schön. Genau. Im Garten. Ja. Und ja, bis dann irgendwie zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.